Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Neu, nicht weiter. Ja, ich dachte, du sagst immer weiteren. Ich variiere auch manchmal. Zurück zum Text. Wir sagen neu? Neu, okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Binding of Isaac. Rebirth. Beste Ansage ever. Gut, ich sollte das lassen mit dem dazwischen sprechen. Ich denke auch. Was macht so viel Spaß? Weißt du, was viel Spaß macht? Eden mit Monstros, Zahn und Furcht drehen. Achso, da oben. Ja. Ja. Furcht drehen, also Moms Parfüm. Und genau. Zwei Seelenherzen nur. Aber Moms Parfüm macht schon mal, ich konnte es gerade nicht lesen, aber ich glaube, es macht Damage ab, oder? Nee, das haben wir doch beim letzten Mal gehabt. Tier Delayen. Tier Delay. Ach, stimmt. Down. Also minus 2, also Tiers ab. Deswegen ist die Training gilt das auch jetzt als Tiers ab? Das ist immer so, warum hat man da Minus und Plus, weißt du? Ja, es ist zählt woanders mit rein wahrscheinlich, keine Ahnung. Trainingsverzögerung. Weißt du das, wie früher in Mathe, so nach dem Motto 3 plus minus 2. Mhm. Anstatt gleich Minus hinzuschreiben. Ich dachte, du beziehst dich jetzt so, du hast sogar eine Bombe. Und kriegst sogar noch welche. Komm, ja, okay. Jetzt hier. So ein bisschen wie Damage und Flat Damage. Na gut, aber Flat Damage ist ja erklärbar. Komm, schwör so eine Bombe. Ja. Alter Schwede. Ja, okay, ich mach's doch nicht so. Ich wollte so richtig cool lösen, so mit ihm, weißt du? Ja, ich hab's schon gesehen, aber du hast nur noch ein Herz. Nein, hab ich nicht. Verdammt. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass da Herzen drunter sind. Ja. Okay. Muss ich auf jeden Fall aufpassen. Zwei Champions, einer explodiert. Andere gibt einen Schlüssel. Ist die Frage, ob man da die goldene Kiste öffnet. Ja, auf jeden Fall. Also, da ist noch ein Schlüssel. Also ja. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt erstmal kurz den Boss mache. The Sun. Weil ich kann mit Monstros Zahn und The Sun arbeiten. Ja. Mhm. Das nächste Ebene. Ja. Das Pflaster. Sehr gut. Dann lad er noch Monstros Zahn nochmal auf, oder? Weil du hast noch einen Goldraum. Zwei Goldräume. Hast noch keinen Rotherzschaden bekommen, also mal. Also jetzt kannst du mitmachen. Ja. Ich bin auch sehr wütend darüber, dass du Schaden bekommen hast. Den Schaden habe ich nur für dich bekommen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Nee. Ich lasse mir eine bessere Ausrede einfallen. Irgendwann. Huiuiui. Du nicht. Schöne Monobraue. Aber ich glaube, dieses wütende Baby, also das musst du eindeutig bis zum Ende behalten. Das steht dir einfach. Ich werde einfach dann, wenn ich sterbe, Rage quitten. Ja, hau. Die Idee? Ja, das passt zu meinem Charakter. Ich auch noch die anderen Goldraum suchen. Ja, den ganzen Weg wieder zurückrennen und nochmal zurückrennen. Na, hast du recht. Mal ein bisschen Zeit sparen. Drei Bomben, ja, mach mal. Super Geheimraum! Schade. Was ist denn komisch, dass der Bossraum da so irgendwie mittendrin ist in der Ebene. Aber die Trainingsgeschwindigkeit ist echt top, muss man mal sagen. So mit einer der schönsten Anfänger eigentlich. Was sagt nur Schaden? Na gut, der ist. Nichts. Schaden hat dir nichts zu melden, weißt du? Red nicht mit dir. Ne. Tränengeschwindigkeit, die ist top. Aber der Rest. Wieder Fortune. Brauchen wir nicht. Da ist er. Und Nixstein. Unten auf der Ecke. Okay. So, nur gucken, dass du. Ja, kannst ja so, dass du nicht in der Bahn. Oh Gott, oh Gott. Ich hab Angst, wie sich die Steine gerade bewegen. Das war so klar. Okay. Oh! Okay. Mach du mal dein Ding. Dass der eine auch wirklich dann so bleibt, das verstehe ich nicht. So, weiter suchen würde ich jetzt gar nicht, weil Shop lohnt sich nicht, 5 Münzen. Stachelraum würde ich nicht reingehen. Daher, auf zum nächsten Boss. Mhm. Komm, Pin. Monster gegen Monster? Ja. Monster gegen kleinen. Achtung, Typ, der sich nicht wehren kann. Ja. Monstro hat Angst. Mit dem könnte man kuscheln, oder? Ja, oh, der nervt.
so lange mit ihm kuschelt sein, bis er irgendwann sich sprengt. Sich bei Monstro sprengt. Ja. Schön reingelaufen. Das war eine große, glaube ich. Nee, es war eine kleine. Nee, es war ein volles Herz. Nee, halbes. Halbes? Ja. Ach nee, ich hatte das halbe. Du hattest ein halbes und ich hatte jetzt ein halbes. Jetzt hast du ein ganzes genommen. Denn halb und halb ist ganz. Das war aber eine ganz schön mathematische Folge, Mensch. Noch mehr Leben. Und du kriegst gar nichts für dein Leben. Oh, ein schwarzes Herz. Geile Scheiße. Alter. Das ist eine Assassinenspinne, glaube ich. Die hat uns beide getroffen. Deswegen nehmen wir diese Bombe nicht mit und die Kleinen auch nicht. Alter. Guter Deal. Perfekter Start. Finde ich auch. Also, aber wie gesagt, mit 4 Items aus der ersten Ebene. Okay, ersten XL-Ebene. Nicht wirklich plus gemacht eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Aber mehr blaue Herzen ist schon mal ganz gut. Du musst aufhören zu schießen. Das will ich gar nicht. Siehst du? Alter. Wir machen keinen Schaden, wir machen keinen Schaden. Aber wir kriegen Bomben. Ja, 8 Stück. Wie kommt's? Ich bin gleich mit verschwunden. Death Touch. Sehr schön. Wir machen Schaden. Death Touch. Sagen wir Death Touch. Naja. Ist nicht ideal. Todesbuchung. Deswegen Deaths. Das ist ja wirklich cool. Todesberührung. Es müsste noch eine Träne berühren und der Gegner stirbt. Dahin muss er gar nicht. Badaba, was war denn da drin? Hä? Eine goldene Kiste. Okay. Das blaue Herz hole ich mir. Wir haben so viele Bomben und kriegen permanent Bomben. Könnten wir eigentlich auch das Geld holen. Ach, der Bombsack. Ja. Alles klar. Vor uns irgendwie nicht ganz gecheckt. Nö, der Bombsack, der gibt uns jetzt andauernd Bomben, das heißt, wir können schön immer alles freisprengen. Ja, solltest aber halt auch immer wachsam sein, wenn mal eine Treuebombe dir ins Gesicht geworfen wird. Oder explodierende Gegner. Er will doch noch spielen. Der will überhaupt nichts. Schokolade. Ah, wirkt sich das auch auf mich auf? Aus? Nee, ne? Nee, das sind Trinket. Wirkt sich auch nur auf mich auf. Oh. Aus. Okay, du bist ein Roter gewesen. Ich dachte, du wärst schwarz gewesen und legst einfach nur Spinnen. No racist. Ob es jetzt ein Indianer ist oder ein Afrikaner. Ist nicht egal. Sind wir nicht alle gleich? Eben. Und haben 8 Beine und steppen. Durch den Raum. Hey komm, du würdest gerne so steppen können wie der, oder? Bin ich schon leicht neidisch. Der Raum ist eigentlich sonst so widerlich, aber jetzt ging er. Naja, ich glaube, wir sind auch noch von der richtigen Seite rein, weil wir hätten immer noch nach hinten ausweichen können. Wenn du da oben immer reinkommst, du hast ja gar keine Chance. Unten und links sind Gegner. Ja, aber dadurch, dass du Death Touch hast, ist das schon ein klarer Vorteil. Ja. So, erstmal die Kleinen besiegen. Das war glücklich. Ich habe da extra diesen Haufen hingelegt. Nee, der hatte Angst. Hatte er? Ich dachte, er ist gegen den Haufen gerannt. Der hat Angst bekommen und hat deswegen so, ne? Der ist doch ganz schön mächtig, der Gegner. Umdrehen. Wir rudern zurück. Lazarus Rex. Machen wir's. Könntest du versuchen. Um weitere Angel Deals zu bekommen, oder was? Ja. Ah, der wird die sind eigentlich immer cooler. Ach, egal. Schade, dass es keinen Schaden macht. Ja. Oh, war zu langsam. Ich wurde nicht getroffen. Michael, stirb. Micha, mein Micha. Oh. Hast ein Herz fallen lassen, Micha. Ja. Uns beide getroffen, sehr gut. Ja, kannst nicht zur Seite lasern. Kannst zur Seite schießen. Oh. Gut ausgewichen von dir. Ja, das kriege ich so mittlerweile hin. Wird's auch getroffen davon. Davon. Auch nur einmal. Nur einmal. Das heißt, du gehst jetzt voll auf Angel Deals jetzt. Ich bin ja mal gespannt. Jetzt können wir doch mal fast einen Shop aufsuchen. Ja, machen wir nächste Ebene.
8 Minuten? Geht so. Hm. Könnte ein bisschen schneller sein. Noch in der Zeit halbwegs. Ja, aber du hast dann trotzdem immer Stress, zumindest in der letzten Ebene. So ein Begleiter wäre mal was Schönes. Aber wir drücken jetzt ordentlich Schaden, also so ist nicht. Du hattest, glaube ich, 5 Herzen oder so. Mhm. Du willst doch bloß einen Begleiter haben, damit irgendjemand dann den Schlüssel trägt. Nicht. Achso, ich wollte sogar den Schlüssel jetzt bekommen. Ja. Ja gut, aber wenn wir jetzt einen Begleiter kriegen und dann der Schlüssel so, sich zusammensetzt, ja, das stimmt. Gilt er ja als neuer Begleiter. Ja, ich meine auch so Cube of Meat oder sowas gefällt mir schon. Hier ist eine rote. Da unten auch. Den können wir erstmal kurz so töten. Jetzt machen wir dich hier kurz. Und dich. War knapp. So. Easy peasy. Das heißt, der Geheimraum kann dort nicht sein. Stirb. Danke. Lords of Steel. Nett. Bombe liegen lassen. Genau. So. Ja, wie machst du das? Soll ich es rausschieben? Ja, wenn wir es jetzt wirklich benötigen sollen. Huiuiui, kannst du es machen? Ja. Aber 18 Münzen reichen jetzt ja erstmal für diese Bibliothek. Schutzbuch ist irgendwie schlechter. Also derzeitig, wenn wir es doch noch wirklich einen Cube oder irgendeinen Angriffs-, also Sacrifice-Stacker, was wir ja nicht mehr bekommen können, da wir jetzt nur noch Angel jetzt kriegen. Aber das gibt's auch im Goldraum. Achtung! Ja, gute Haube. Mehr Schwung! Das war schlecht. Wie gesagt, wir haben so viele Bomben. Muss reichen. Okay, ein Schlüssel. Das lohnt. Oh, wo kam der denn her? Der war neben dir. Ist einfach so aufgetaucht. Stand einfach neben sich. Neben mir. Und dann standst du neben dir. Ja. Dann konnte nicht mehr ausweichen, weil. Ausweichen, weil da war ein Scheißhaufen. Da muss ich natürlich auch schöne Fallen stellen, das stimmt schon. Wie wär's mit Nee? They grow inside, yay! Ich lass mich jetzt also noch öfters treffen. Dich treffen lassen. Jetzt bräuchst du eine coole Combo wie Bloodback. Mhm. Kriegst ja Leben, wenn du getroffen wirst durch deinen Pflaster und durch. Ja, Bloodback kriegst du noch Geld und dann so. Kannst du wieder heilen und kriegst noch Fliegen und ach, das ist so toll. Ich hab keinen Schlüssel. Wie ist das denn? Na, einen hast du noch liegen lassen auf den Stacheln. Ja. Die ist extra zu holen. Musst du sehen. Schon wieder schwierig. Aber irgendwie. Wenigstens in einen Shop sollte man mal reinschauen, denke ich. Um zu spenden. Das hat irgendwie sehr wenig Schaden gemacht. Ist halt mega fettig. Oh, er hatte Angst. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man bei denen unbedingt auf den Schatten achten kann, aber. Ja. Ja, wer so schnell springt, nicht. Ja, der nie auch die ganzen Sensen anzieht. So. Dann halt eben wieder Devil Deals. Ist okay? Ist irgendwas Schlimmes gemacht eigentlich nicht, oder? Nö. Nur auf Babylon. Ja, dann kriegst du den Effekt zumindest. Stimmt, muss ich jetzt raus? Sieht man das überhaupt bei Sensen? Die werden größer wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die rot werden. Nee. Es gibt keine bösen Sensen. Sensen sind schon böse. Das stimmt. Es wäre eher so, dass die. dass sie dann eine andere Farbe, so grün, annehmen müssten oder so, weil Minus mal Minus wäre wieder Plus. Das heißt, sie sind dann positive Sensen? Ja. Die heilen den Gegner? Liebe Sensen. Heilige Sensen. Dann müssten sie ja wieder weiß sein. Sehr schön. Das ist eine Option. Hätte man irgendwie mal eher kriegen können. Ja, aber dass du es genau in dem Shop kriegst, wo du reingehst, ist schon sehr glücklich. Hm?
Fand ich auch witzig, dass der ist ein Option am Ende von einem Boss Rush funktioniert, dass du dann auch da zwei Items angeboten bekommst. Ach so, ja. Ich habe jetzt gerade nur Boss Rush gehört und dachte mir, wären dann 8 Items angeboten. Das wäre cool, aber leider nein. Leider nein. Da ist wieder die Falle. Eigentlich hast du Angst vor mir. Die haben ein komisches Bewegungsmuster, wenn die Angst haben, ey. Na, immer von dir weg halt. Ja, aber halt so ein bisschen mehr am Zickzack und nicht mehr geradlinig. Kein X-Schein. Komm. Ja. Kam. Oh, da ist ein X-Stein. Hör auf, den wegzuschieben. Danke. Ich hab das Keypiece. Ich will es nicht haben. Ne. Ich war doch schon beim letzten Mal dein Schlüsselträger. Ja, das hast du so gut gemacht. Achso. Wir haben da einen Schlüssel. Mhm. Das ist doof. Dann gehen wir erstmal in den Goldraum. Scapula. Ich bin sehr heilig derzeitig unterwegs, kann das sein? Aber hoch auf Babylon ist schon wieder unheilig. Unheilig? Und unheilig hat auch aufgehört. Das hat er so oft gesagt und macht trotzdem weiter. Wenn es doch endlich mal wahr wäre. So, aber die Kiste holen wir. Die holt, ja. Kannst du den Schlüssel rausholen, dann kannst du zur Goldkiste rennen. Das ist auf jeden Fall auch nicht der Geheimraum. Und kein Schlüssel. Zwei von euch. Cool wäre auch, wenn der heilige Schlüssel irgendwie dann Kisten kostenlos öffnen könnte. Irgendwie sowas. Der heilige Schlüssel? Also, naja, der Schlüssel, der praktisch Megasatan öffnet, den ich gerade hinter mir herziehe. Ach so. Ja, so als Bonus. Hm. Kannst du mal kurz rüberfliegen? Hey, ich danke dir. Dass du immer wieder andere für dich arbeiten lässt. Stimmt, stimmt. Oh yeah. Ja, bei dem hat man zumindest... Oh. Okay, es trifft fliegende Leute. Ah, schon wieder das Glück, weißt du? Wieder im Schädel im Raum und sofort ein Gegner drunter. Ah, den tötest du nebenbei mit. Ja. Da ist eine Karte. Power. Das bringt uns bei ihm irgendwie nicht so viel. Ja. Geht. Oh. Dass das auch so wirklich random sich bewegt, das ist so nervig. Naja, ein bisschen in Richtung, aber ansonsten, na, spawn ruhig weiter, das ist okay. Ja. Mach weiter so. Also. Alles gut. Oh, das hat er noch gar nicht gemacht. Das ist neu. Das ist interessant. Oh, das wäre ich beinahe reingerannt. Geh mal kuscheln. Damage, eindeutig. Pentagramm. So, gucken wir mal, ob hier noch was drunter ist. Die anderen hat er alle gesprengt. Ja, da warst du eben schon wieder. Ich bin gerade überlegen, suchen wir noch einen Schlüssel, aber eigentlich nicht. Machen wir hier wieder mal eine schnelle Runde, weißt du? Ich weiß ja gar nicht. Oh, keinen Deal bekommen. Schade eigentlich. Garantiert, weil du dich hast treffen lassen. Ja. Ja, ja. Alter. Ist mein Schatzspeed runtergegangen, ne? Der ist irgendwie so gefühlt extrem langsam. Nee, der war doch eigentlich schon immer so. Schlecht. Du bist schon immer schlecht. Danke. So, hier können wir auf jeden Fall eine lustige Sprengparty machen. Ja, mit dieser Bombe. Und den anderen 22. Nochmal den Tower. Das hättest du einsetzen können. Puh, na klar. Lass ich mich treffen. Lustige Sprengparty. Empress. Alter. Läuft ganz gut bei dir, muss ich sagen. Ja, nehmen lieber Empress mit. Ja, nicht springen. Wieso werde ich von sowas getroffen? Warum tust du sowas? Alter, was ist denn jetzt los hier? Ich bin gerade schon wieder so im Trefferkassieren-Modus. Ja. Da müsste ich wieder mal rauskommen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich sterbe jetzt einfach. Das ist das Einfachste. Du bist gerade voll drin. Bleib so. Mach weiter so. Sehr gut. Ja, wir sind auch, glaube ich, über die Zeit drüber hinaus, dass du noch eine Runde machen könntest. Also,
Ich muss das lohnt jetzt. Sich nicht, oder was? Nee. Ich würde auch gerne mal den Winstreak, ja, noch weiter hochtreiben. Nicht nur, was war es, 17, ach, was dann abgerissen ist durch mich. Grandios. Was sehr schade ist, keine Teleportkarte bis jetzt. Boah, wieder nicht. Oh. Geh aus dem Weg. Geheimbaum. Easy. Da hast du sogar einen Schlüssel für den Goldraum. Boots of Steel. Ja. Komm, schnell noch irgendwas zum Teleportieren. Hast du eine Zeitangabe noch? Sehr gut. Na, 18. Noch was, also noch schaffbar, sobald man was finden sollte. Problem ist, dass wir die Mutter auch nicht so schnell tot kriegen, glaube ich. Ich denke eigentlich schon, also. Dass sie beim Sterben immer sofort schießen müssen. Bleib dort auf der halben. Oder so. Einmal treffen ist okay. Box der Pandora. Kannst du nicht leisten. Kannst du rausspringen. Was gibt's denn? Ich hab den Zettel gar nicht da, oder? Ah, Boss Rush. Wird leider nichts. Tut mir leid, Leute. Danke. Alles gut. Hieb. Achtung, da kommt. Ein paar Seelenherzen. Vier, hä? Also könnte man fast überlegen, dann doch. Naja, wobei. Vier Seelenherzen. Rotten Baby ist schön. Ne, 20 Münzen, sorry. Lohnt sich in dem Fall also auch nicht. Nicht wirklich. Also es lohnt sich schon, aber es bringt halt nichts. Was suchst du jetzt noch? Achso, Goldraum war ich ja auch schon. Ja, Rotten Baby gerade. Da ist die Frage, was suche ich noch? Diese Pille. Weil sie ist, I can see forever. Achtung, kommt. Mhm. Naja, das ist schon mal besser. Eigentlich generell mal ein paar Schlüssel oder so wäre noch was ziemlich cooles. Finde ich. Na dann kannst du ja noch ein bisschen spielen am Automaten. Ja, mit 8 Münzen kommen wir glaube ich auch nicht weit. Gut. Und dieses schwarze Herz. Das war wichtig. Genau das wollte ich haben. Münzen. Gut. Da sind sie. Einmal darfst du noch. Skapula, da ist es. Kannst du noch spenden, hier. Schlüssel? Hier. Blut. Achso. Du sagst, meintest ja, dass. Das ist wirklich gut. Da komme ich jetzt schön runter auf. Dein Hof Babylon. Ja. Wobei die Frage ist, wir kriegen gerade schon wieder so viele Herzen. Ja, du kannst ja weiter spenden. Dann kann ich ja spielen. Für eventuelle Schlüssel. Schlüssel. Gewonnen. Sehr gut. Meine Fliegen, wo zu dir rüberkommen, so. Wir helfen dir! Ah, schon tot. So, dann. Ist einmal gewonnen. Sehr nett. Bomben gewinnt bestimmt. Oder auch nicht. Bäb. Erinnere mich daran, mit dir niemals nach Las Vegas zu fahren. War schon. Hab verloren. Siehst du? Jetzt wollen schon die blauen Fliegen kaum noch kommen. Da kommt immer nur noch eine. Da fahren wir uns immer so drei Stück, die zu dir kommen und dir helfen wollten, weißt du? Die haben gerade eine riesen Party um dich rum. Ja, Bomben ohne Ende. Springen wir jetzt alles? Ja. Kannst du machen, ja. Wollte gerade sagen, nicht einsammeln, aber du hast schon gecheckt. Ich war auch trotzdem kurz davor, es einzusammeln. Wir sind auch hier so, es wäre vielleicht besser, es nicht einzusammeln. So, dann können wir auf jeden Fall hier mal noch reinschauen. Nö. Was hältst du drei Schlüssel immerhin? Tower Empress ist irgendwie besser. Mhm. Bringt Empress was, wenn man Hof Babylon Effekt ist?
Weil der Empress macht doch einen künstlichen Hof Babylon-Effekt, oder? Kann ich dir nicht sagen. Oder war es der Devil? Naja, ich nehme den Tower mit. Ist aber auch schwachsinnig. Du verstrickst dich ja gerade so ganz schön. Ja, ja. So, hier gehen wir jetzt auch nochmal kurz rein. Die geht nicht einfach so auf. Ehrlich nicht? Nee. Ist auch ziemlich gemein. Ah, da hätten wir es noch viermal spielen können. Ist eigentlich auch schade, die Warze müsste eigentlich auch den Schaden verhindern, wenn man durch die Tür geht. Ja, die ist ja. Dann würde er ja Fliegen auch alles verhindern, wenn es so wäre. Ja. Naja, aber wenigstens das Reingehen, weißt du? Weil das Fliegen verhindert ja auch nur beim Reingehen. Ja. Fliegen haben ordentlich Schaden gemacht am Anfang, ey. Ja, ein Drittel, ne? Ja. War das jetzt. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt die Mutter, die jetzt nicht mehr tritt? Oder was ist jetzt die Besonderheit am Blau? Ich hab ein blaues Herz. Na, und sie spawnt andere Gegner. Ja. Aber sie gibt halt ein blaues Herz am Ende. Okay. Zumindest ein Deal. Das ist schon mal ein Krampus. Kannst du deinen Dings einsetzen? Dein Dings? Dein. Stimmt. Kohle! Kohle! Obwohl Krampus hätte auch besser gewesen wäre. Ja. Also besser als sein jetziges Item. Als jetzige, das stimmt schon. Ah, los, komm, nach oben geht's. Wir haben drei Schlüssel. Dann können wir drei Kisten öffnen. Perfekt. Von den dreien, vier, hä? Kann nicht ganz perfekt sein. Ah, dass wir nicht mal irgendein Karten-Item haben. Das nervt mich auch gerade ein bisschen. Karten-Item? Ne, dass man überhaupt wenigstens etwas auf der Karte sieht. Also wenigstens Geheimräume, Kompass oder einfach mal nur die Karte. Ja, du brauchst halt. Ja. In zu wenig Shops. Ja. Ja, gut, aber wenn du jetzt das Geld behältst, dann kriegst du vielleicht einen Arcade Room im nächsten noch. Achtung, Treubombe. Kann nicht sein, verdammt. Was denn? Ach, Geheimraum. Hm. Kann er trotzdem noch daneben sein. Okay, das ist. Boss of Steel. Ja, das stimmt. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob das denn cool ist oder nicht. Und eigentlich sie Forever. Dass Gabi's Tail da lag. Naja, normale andere Kisten halt auch mehr. Ich spekuliere jetzt eigentlich schon fast wieder, dass wir nochmal auf den Miniboss treffen mit der Hand. Dass man mehr rote Kisten kriegt. Dann Gabi also. Geht. Ja. Das war das Gabi, erste Gabi-Item, ich glaube. Ja, ja. Gabi 1. So, naja, auf jeden Fall Boards of Steel mit. Ja, lass liegen, falls du Schaden kriegst oder so. Och, oder ich. So zum Beispiel. Ich habe auch Schaden bekommen. Dann nehme ich mir mal voll. Ja. Kann ich nicht. Weil das halbe Herz. Ja. Aber kannst du trotzdem das. Achso. Kannst du voll nehmen. Stark! Der Hammer, oder? Wie das, was du gemacht hast. So, wenn wir sowieso Boards of Steel haben, würde ich jetzt hier reingehen. Für zwei Spinnen, der Hammer. Aber gut, der Schaden hat nicht gezählt. Ja, ja. Achtung, Bombe. Naja, weil ich im Schadensmodus durch die Spinne halt war. Also. Okay. Ja. Kann man überlegen. Okay, das war der große Geheimraum. Ich dachte erst, das wäre hier der normale. Hä? Der super Geheimraum. Ach so. Nicht der normale. So rum. Maximal. Ja. Nee, Arcade-Room ist besser. Room. Room. Was ist denn da los heute mit mir? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Nur eine. Seltsam. Auf jeden Fall. Krebs. Krebs. Achso, das betrifft mich ja gar nicht. Ich hab mich gerade schon gefreut. Die Frage ist, Krebs besser, als über Spuren laufen zu können? Eigentlich schon, oder? Ja. Ist auf jeden Fall. Viel. Ja, wenn du sowieso dann mit Horf Babylon noch machst, dann. Obwohl, dann hast du einen leeren Herzcontainer, der rumliegt. Dann eher nicht. Ja. Na geil.
Aber wie haben wir hier keine bewegenden Steine, die nerven. Diese Stacheln. Ja. So, Nummer 1 tot. Sehr gut. Aber dann ist jetzt ordentlich, muss man sagen. So, dann würde ich jetzt erstmal kurz in Devil D gehen, weil dann ist Plazenta auch schon wieder suboptimal. Ja, ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann nimmst du halt einen Löffel, hast du eine blöde Geschwindigkeit zum Ausweichen. Und noch ein Deal kommt ja eh nicht. Nee. Dann nehmen wir das Heilige Herz auch nicht mit. Nö. Gut, dann können wir weitergehen. Und Cards Against Humanity kannst du dir eventuell aufheben für, wenn du kein Leben mehr hast, in irgendeinem Riesenraum. Das war jetzt auch so der Plan, weil vielleicht findet man sogar noch ein Trinket, dass irgendwie die Wahrscheinlichkeit für blaue oder schwarze Herzen größer sind. So. Warum hast du nicht gespendet? Gespendet? Blut? Achso. Das ist eine gute Frage. Ich wollte jetzt erstmal noch kurz reingucken, was das für ein Raum ist. War natürlich super, dass sich dann keiner wegteleportiert hat. Du musst halt irgendwo ein halbes Herz mal noch finden. Sonst kommst du sowieso nicht runter. Ja. Gut, das wäre ja dein Cards Against Humanity, da wird's bestimmt ein halbes drin finden. Der Raum? Na ne, durch die Spinnenweben ist das schon wieder schwachsinnig, das da zu machen. Ja, die Frage ist, wie viele Kisten öffnet man jetzt noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Gut. Gabby's Head ist auch besser, denke ich. Ja, kann man sich auf jeden Fall eine Fliegenarmee aufbauen. Los, nächste Gabby-Item. Das wäre so geil. Ja, jetzt kann doch keins mehr drin sein, oder? Gabby's Head und Gabby's Tail sind doch so die einzigen Goldkisten. Ja. Gabby's Paw vielleicht noch? Nee, ich glaube, Gabby's Paw kann nur in roten Kisten drin sein. Bei Gabby's Herbor habe ich da noch nie gesehen und Dead Cat eigentlich auch nicht. Gabby's Herbor kann im Goldraum zumindest sein. So. Ja, das ist natürlich. Fliegen? Ja. Du hättest ja in irgendeine Richtung schießen können, um wieder Fliegen zu produzieren durch deinen Tybi. Kannst du noch nicht alles nehmen? Okay, dann würde ich so ein schwarzes Herz verlieren. Du hast noch nicht genug Bomben, du solltest mehr damit arbeiten. Eindeutig, also. Okay. Ja, mein Item hin teleportiert, so nach dem Motto: Nimm das wieder. Das ist viel cooler. Weil, wie gesagt, Gabby bei dem Shotspeed, das wäre so geil. Ja, und weil es halt die Sensen durchgehen. Nächster großer Raum, der würde sich für Cards Against Humanity echt anbieten. Ja, hier ist wenig drin, an Stein. Aber wie gesagt, die Überlegung ist halt wirklich, wie du meinst, so lange aufheben, bis man es wirklich braucht. Ja, naja, du hast halt noch kein halbes Herz bekommen, ist schade eigentlich. Aber gut, du könntest mal ja die ganzen Dinger sprengen. Da können wir das Ding einfach sprengen. Ich geh mal aus, weil die, genau. Ab und an schießen? Ja. Nee, auch nicht. Alter. Auch nicht. Oh, das hat immerhin mal irgendwas gemacht, weißt du? Ich hasse es. Scheiße. Oh, diesen Raum. Nicht panisch werden. Hier lohnt es sich nichts zu sprengen. Hier lohnt es sich nichts zu sprengen. Ja, es sieht aus, als wäre er versteinert. Top, oder? Genau die richtige Ecke gefunden. Bomben, guck mal. Krass, und dann noch Doppelbomben. Ja, geht X-Stein. Auch nicht zu sprengen. Also, außer der X-Stein, ja, aber ich gucke nach dem Nubbelstein. Ja, gut, wenn das blaue Herz da drüber geflogen wäre, so. Bin dann mal weg. Lohnt es sich auch nichts zu sprengen. Ja, das war doof. Oder willst du jetzt wirklich. Nö, ich mach's. Ich mach's einfach auf. Also, es könnte zum Beispiel auch noch Infamy oder, was ich halt auch cooler finden würde, wäre noch Tammy's Head. Weißt du, bei den Sensen. Cricket Set, oder? Nee, Tammy. Oder Cricket Set, klar. Aber Tammy Set auch. Also riesige Sensen in alle Richtungen. Macht halt auch ordentlich Damage dann. Kannst du auch nochmal dann alles sprengen. Ja. Achso, lebt noch einer. Sag das doch. Ja. Gute Haube.
Schlüssel. Da und da und dann. Range down. Da und hier und hier. Hier. Alter. Kein einziges rotes Herz. Da oben liegt eins, wenn ich jetzt gerade sehe, aber es war ein volles, oder? Alter, das war ein Doppelherz. Ach so. Ach, das war in der Mitte so eins. Ja. Also, wir sind auch wieder sprengen. Wir sind gut aufgestellt, komischerweise. Und wir hätten noch mehr Damage. Wieder nicht. Ja, dann schauen wir irgendwo nach. Hast du noch ein paar Räume offen und du hast ja genug Herzen. Eben. Das ist halt durch die Schlüssel. Durch das Mitre. Weil dann werden halt die roten Drops einfach mal dann zu blauen. Ja. Huch. Ich hab gehört, du hast genug Herzen. Richtig. Aber du weißt, du darfst dieses Baby nicht verlieren. Ich weiß. Hier lohnt es sich auch wieder mal nichts zu sprengen. Ein Geheimraum. Nee. Doch. Doch. Kannst du hier einfach nee sagen, wisst ihr? Ich wollte gerade fragen, warum sind die Sensen rot? Ich bin auch noch gar nicht im Hof Babylon Effekt. Aber du siehst, die Sensen können rot sein. Warum sind sie jetzt rot? Wegen alles klar. Schadensitem. Naja, was wir jetzt machen können. Okay, erstmal oben in den Kampfraum noch reinschauen. Da, Nubbel. Ein Gabi werden. Oder auch nicht. Wir können uns auch ein halbes Herz einfach erspielen. Oh ja, das wird anstrengend, aber es würde vielleicht. Sollte klappen, denke ich. Also, du hast hier in dem Nebenraum noch Steine. Okay, dann sprengen wir die erstmal. Dann können wir vielleicht das Erspielen zumindest abkürzen. Wie viele blaue Herzen du hast, ey. Ich finde das top. Also. Ja, das hat gereicht. Nö. 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 Oh, gedroppt. Oh. Blau. Das war mal traurig, jetzt ein blaues Herz zu kriegen, ne? Ja. Oder spende mal. Vielleicht zieht's auch nur das halbe ab. Achso, du meinst wie im neuen Isaac? Wie im alten. Im alten? Nein. Nee. Nimm das blaue. Das haben sie geändert. Herzen. Oh. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich vielleicht ein halbes Herz droppe. Ich weiß gar nicht, kann ich das überhaupt? Nee, du droppst immer ein volles. Ich hab Herzen gewonnen. Oh, ein halbes. Kann man ihn voll nehmen, weil der nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du erstmal voll nehmen, aber. Juhu, Hof Babylon! Mann! Nicht das Herz aufheben. Doch, doch, kannst du ja. Renn weiter dagegen. Achso. Renn weiter dagegen. Oh. So, dann. Ich bin so schnell. Das ist krass, was du nochmal für einen Geschwindigkeitsboost dadurch bekommst. Durch den Horror-Effekt. Ja, ja. Und der Löffel natürlich, den du eingesammelt hast. Ja, na gut, das ist klar, Ebene. Aber. Wo bin ich denn? Da. Jo, Schaden drückt dich gut. Ja, okay. Könnte besser sein, aber. Ja, Schlüssel ausreichend auch. Ich schaff's! Ich hab's geschafft. Ich hab dir mal kurz einen Slow-Mo-Effekt gegeben. Ja, ich danke dir. Konnte ich nochmal ganz schnell die Richtung ändern, die ich rennen wollte. Ja, ich wollte auch in die falsche rennen. Oder ich bin in die falsche gerannt, eher so rum. Dann. Kriegst du vor allen Dingen immer den Leute-Effekt, was auch ziemlich lustig ist. Ja. So, das Vampir-Baby. Das muss ich behalten. Das hat sie auch letztens auch gemacht. Ich wollte sagen, damit habe ich doch vieles gut gespielt. Ach, meine Monobrauer war schon lustig. Ja, kannst du auch leider nicht behalten. Nee. Du hast so einen dummen Geheimraum. Ja. Stark. Hä? Ja, voller Schaden. Naja, anderthalb ist halt ordentlich. X Stein, schön. Hab ich gewusst, deswegen hab ich den da gesprengt. Ja. Das war wirklich langsam mit den Schlüsseln. Ja, wenn du unbedingt Gabi werden willst, dann musst du halt alles aufmachen.
Weil in der Chest wirst du es nicht mehr kriegen. Ja, naja, aber wenn wir keine Schlüssel haben, kann ich auch nicht aufmachen. Ja, danke. Aber ich krieg ja nur Bomben, weißt du? Viel cooler, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also Bombenstimmung hier. Weißt du? Bomben. Schau dir das mal an. Bomben. Dein Shotspeed, der ist so übel. Also die Tränen. Wie viele da kommen bei dir? Ach was, das ist doch normal. Für Bomben. Na, wenn sich das nicht lohnt. Das lohnt sich auf jeden Fall, weißt du? Bomben, die wollte ich schon immer haben. Große Bomben, kleine Bomben, Doppelbomben, lachende Bomben, weinende Bomben. Boah. Was denn? Knapp verpasst? Naja, wie ich stand da unten dazwischen und dachte mir, ja, wo bin ich? Ah, das hab ich mich jetzt gerade auch gefragt, aber die Tränen sind praktisch über mir und unter mir lang, also. Aber ich hat's nicht getroffen. Ja, ein Glück kriegst du. Können die über und unter dir lang. Bomben. Ah, diese kam ja aus dem Bombsack und war kein Raumdrop. Ja, Bomben fliegen, die habe ich vergessen aufzuzählen. Die mag ich natürlich auch. Ja, und diese Bombenwürmer. Bombenwürmer, stimmt. So mehr. Bomberman. Bomberman. Bier. Bombenfliegen. Also zwei Schlüssel. Andere Bombenfliegen sozusagen. Die Frage ist, macht ihr jetzt die Kisten auf oder nicht? Krieg. Ah. Bombenkrieg? Fuck. Das wollte ich nicht. Ah, das ist ein neuer Schlüssel drin. Das ist Kettenreaktion. Minus 1. Super. Für eine Karte. Magician. Yeah. Ja, Magician ist eigentlich nicht schlecht, aber ich nehme lieber Cards Against Humanity mit. Eben. Kannst den Gegner komplett irgendwo einblocken. Das könnte man eigentlich auch Spaß sogar mal wirklich machen. Beim Blue Baby oder was? Ja. Kommt in seinen Schüssen nicht mehr durch. Oder Mega Satan. Ja, bei ihm ist das glaube ich nicht so cool. Bei Blue Baby kommt es schon cooler, oder bei Isaac. Ja, bei Mega Satan dürfte aber trotzdem nichts mehr ankommen, glaube ich. Na stimmt, der kann das ja nicht kaputt machen. Deswegen kannst du dann unten stehen bleiben und einfach warten. Ne, meine Fliegen alles machen lassen, oder was? Das könntest du machen, ja. Aber weißt du, wie lange das dann dauert? Ja. 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 Packed, nice. Muss einfach mal noch mehr Damage machen. Da kannst du dein Karten-Item bekommen, wenn du eins haben willst. Das war eigentlich ein bisschen schwachsinnig, das jetzt noch zu kriegen, aber muss halt nur aufpassen, dass ich jetzt kein HP-Item einsammle. Ja, Schlüssel. Noch viel besser. Hör immer auf meine Tipps. Dafür habe ich das gemacht. Nur wegen dem Schlüssel. Oh, soll ich es wegschieben? Nee. Ich habe übelst viele Bomben. Jetzt müsst ihr auch das Fleisch wegschieben. Mit dem Podest. Ich dachte hier so einen kompletten Raum verteilen. Und mir einfach ein halbes Herz dadurch geben. Ja, ich töte alles. Und habe schon wieder Bomben gekriegt. Cool, cool. Mystery Sack wäre ja wesentlich cooler gewesen irgendwie. Hier, der ist auch eine Bombe im Endeffekt. Das stimmt. Ja, das sind aber sozusagen auch Pest ist dann. Was war das gerade? Headless? Der nicht. Headless Horseman, ja. Pest ist da auch. Achtung. Das ist da unten. Ein Schlüssel. Sehr nice. Da habe ich sogar zwei Schlüssel. Das heißt, ich kann zwei goldene Truhen dann öffnen. Ich überlege. Mega. Heißt der Mega Bomberman? Ja. Na, der heißt ja. Hat ja irgendeine. Einfach. Einfach immer ein Mega dran packen. Das ist schon okay. Hast du gerade getroffen? Ja. Von dem Schlüssel von oben. Nee, wie heißt er denn? Der ist ja auch am Ende eine Sünde. Aber trotzdem hier diese Schussfrequenz. Ist der? Stimmt, der ist einer. Muss der eine sein, ja. Da kennen sie nicht die Bomberman-Sünde. Das ist, wenn du gegen Freund spielst. Bomberman. Das ist. Also ist Bomberman der Freundschaftenzerstörer. So wie Mario Kart. Und Monopoly. Mario Kart war auch immer sehr schön, ja. Wenn man erster ist und dann fünf blaue Schildkröten kam und man noch dreimal die Brücke runtergestoßen wurde, bis man komplett achter war. Nein, sowas würde man nie machen. Nochmal gewartet und noch eine rote drauf. Und nochmal. Weil es so lustig ist. Rechts unten, ganz klar. Okay, wo noch? Links oben.
Sad Onion. Bringt nicht so viel, weil Spektral brauchst du jetzt nicht. Nee. Hier kommen keine Steine mehr. Das wollte ich nicht. Hier muss natürlich das D20. Das lohnt hier auch nicht so groß. Wenn du irgendwo mal einen Raum hast mit Münzen, dann sammel nicht die Münzen ein. Ja. Von Greed halt, ne? Beziehungsweise halt Geheimraum. Kannst du nicht? Das kannst du mir überhaupt nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Boah, ich kann dir sagen, was du kannst und nicht kannst. Und das konntest du nicht. Oh mein Gott, der hat auch noch recht gehabt. Also kann nicht sein, dass der Mega-Satan-Raum. Ah, Damage passt aber auf jeden Fall. Wir drücken gut durch, also sehe das nicht so wirklich Probleme, diesen Run noch erfolgreich zu beenden. Oh, Licht! Oh. Mach's nochmal, mach's nochmal! Oh. Du hast ihn getötet. Juhu! Laser 1, nope. Nee. Ich sehe die Schüsse nicht. Aber ein Gegner. Da ist immer noch ein Gegner. Ich sehe die Gegner nicht. Will ich mal irgendwie Schlüssel droppen oder so? So, Creed wäre ganz gut als letzten zu töten. Ja, ich gebe mir Mühe. Jetzt. Steam Sale. 5 Items. Ja, lohnt sich eigentlich schon ein bisschen. Könnte man alle nehmen und drüben hinlegen. Ja? Weiß ich nicht. Hat man auch nicht. Stimmt. Das eine ist Board of Steel. I can see forever. Okay. Jetzt einmal einsetzen. Board of Steel. Paralyse. Achso, willst du nicht einsetzen? Für was? Was soll jetzt noch kommen, weißt du? Bumsock hieß. Und was bringt mir da? Achso! Schade. Full health. Toll, weißt du? Schön angewickt. Hört man mal auf dich. Sowas. Ah, ich kann mal einsetzen. Ich wollte dein Damage wegnehmen. Hat das funktioniert. Karte ganz Melinty brauche ich eigentlich nicht. Setz es hier. Setz es irgendwo ein. Da hast du übelste Items in dem Raum. Das stimmt. Drückt das hier weg? Eigentlich nicht. Also da, wo Items liegen, das interessiert das Ding ja nicht. Das geht einfach drüber. Ja. Aber vielleicht doch einen großen Raum suchen, das frage ich mich gerade. Ne, es gibt keine großen Räume. Doch, es gibt große Räume. Es gibt Riesenräume. Oder drei, hier, da, da ist einer. Und stimmt, die haben ja dann wirklich nicht mal irgendwelche Gegenstände drin. Das heißt, der ganze Raum ist ja wirklich komplett dann... Kacke. Der ist dann komplett beschissen, der Raum, weißt du? Da bist du dann angeschissen, sagst du ja. Weißt du, manchmal hast du echt schlaue Ideen. Auch nur manchmal. Ich dachte, scheiß Ideen. Du musst jetzt schon bei den Witzen bleiben. Okay. Haben wir Greed hier? Ne, sind alles Bombermans. Alles Bombermans. Total Bombermans. Bombe. Man. Weißt du, was für ein Run ich immer noch bei uns warte? So ein schön Ibekack-Run und dann aber noch Pyromanic. Ja. Ja. Dass du halt überhaupt keinen Schaden mehr dadurch bekommen kannst. Weil ich glaube, so ein bisschen auch Pyromanics Suicide Belt, ne? Ja. Einfach mal solche Kombinationen sind witziger. Ja. Okay, bereit? Bereit. Das dauert. Okay. Du musst nur aufpassen, dass du halt keine Sachen einsammelst irgendwie. Sollte man das vorspulen eigentlich? Naja, das geht doch nicht fix. Denke nicht. Gehen wir noch irgendwie, müssten mal so Rücken an Rücken eigentlich säubern. Ja, ich hab die Range ist halt nicht so gut bei mir. Das geht. Du hast halt einen übelsten Shotspeed. Ja. Frage ist halt, ob man die blauen Herzen zumindest einsammelt. Na, ich habe ja 3 von dir, wenn ich irgendwann panisch reinkomme. Ach so, das stimmt. Du bist ja praktisch voll. Und hat es, glaube ich, sogar noch welche rumliegen. Und ich vermute auch, dass der Mitre trotzdem weiter funktioniert. Ja. Und auch die roten Rerollen im Blaue macht. Ka-
Kann sein. So, warte mal, ich würde mal ganz kurz jetzt hier die Ecke mal kurz ablaufen, ob wir uns alles hier klein gekriegt haben. Ja. Oh, hast du beinahe Geld eingesammelt? Mensch. Kannst du doch nicht tun. Reich werden oder sowas, weißt du? Wie weit kommst du wohl noch? Bist du doch schon. Reich an reich an Freude? Glück? Und Gesundheit? Und YouTube Money. Und YouTube Money. Oh, hab für eine vergessen. Achtung. Also egal. Naja. Da ist noch eins. Bereit zum Rerollen? Tu es. Ja. Ich bin genial. Jetzt bin ich bloß gerade am Überlegen. Machen wir jetzt erstmal noch kurz die Räume? Ja, wir können dann immer noch mal rerollen. Also du kannst gar einen Schlüssel jetzt nehmen. Na, ein paar nehme ich jetzt erstmal. Achso, willst du einen Broken Run draus machen oder was? Ja, so ein bisschen. Okay, was gefunden? Also, dann hast du wahrscheinlich nur noch eine Reroll-Gelegenheit. Ja. Von daher kannst du das Ganze so machen und noch ein paar Items rauskitzeln. Okay, das hab ich mir jetzt eingesammelt. Naja, egal. Weil dadurch, dass wir die Kisten halt nochmal mit rerollen können, ist halt gar nicht so verkehrt, finde ich. Na klar, Bobbybomb. Was war denn hier drüben drinnen noch? Laserachtung und die Kiste. Burning Bombs! Wir lösen das gleich nachher alles mit Bomben. Und wir haben den hellen Schein um uns herum. Wir sehen wieder mehr. Ist natürlich cool. Ja, hat er auf immer Angst. Brauchst du nur noch. Na, worüber ich mich jetzt echt freuen würde, wäre das Spelunker-Helm. Für? Na, ich glaube, wenn du einen Spelunker-Helm hast, dann ist dieser Fluch nicht mehr so extrem mit der Dunkelheit, dass du mehr siehst. So, ja. Dann könntest du auch Flaming Tears nehmen oder sowas. Haben wir doch schon. Ah ne, Flaming Tears haben wir nicht. Flaming Bombs haben wir. Stirb! Hör auf damit! Ich will doch kein Licht. Nimm das! Ist natürlich geil. Na klar. Hast du die Flamme immer in ihnen drin? Ja. Okay. Ist doch mega. Du kannst wirklich jetzt einfach Bomben die ganze Zeit legen und rumrennen. Jetzt fehlen wirklich nur noch die Tränenbomben, oder? Ja. Und die Giftbomben. Ich kann aufmachen. Ah, ja. Und die 10 Bomben. 10 Bomben ist wichtig. Und Gimbi. Dann Sloth mal töten als letztes. Ah ne, dann muss glaube ich Mega Sloth sein. Ja. Dry Baby. Meine Familie wird größer. So, letzter Raum, danach rerollen wir. Also Junge, lass das. Uncool. Junge, das hier sind Sensen. Wisst ihr? Deinem kleinen Zeug. Vielleicht erschrocken gerade. Hat er dich? Ja, der hatte Angst und deswegen ist er hoch und runter gegangen. Okay. Du bist voll. Gut, das ist ja fast wie warum nochmal rerollen kann. Könnte sein. Müssen wir mal schauen, ob du noch 6 Räume zusammenkriegst. 3 sind es auf jeden Fall. Aber es könnten auch leere Räume sein, so ja. Ein Scheißraum. Also willst du jetzt. Ich nehme noch ein paar Schlüssel mit. Ja, du musst ja sowieso die Kisten aufmachen. Obwohl, es bringt ja auch nichts mit den Kisten aufmachen, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Stimmt, weil die eh weggehen. Nice, Infestation. Nehmen wir. Anschuss? Na doch. Ah ne, die Kisten sind die ja eigentlich Podeste. Podeste, ja. Ja, stimmt. Ist halt die Frage, ob noch hier 24 Stunden Energie irgendwo dazwischen hat. Versuch's. Triple Shot. Ecoli. Geheimräume sehen. Ja, okay. Triple Shot nehmen wir mit. Freezing Tears. Dann nimm mal. Lockdown. Lockdown. Rainstone. Dann nimm mal. Ja gut, nimm die Pille, wollte ich sagen. Was hast du ja gemacht? Dann hast du noch eine Range down. Dann Reroll! Ja, Schlüssel nehmen wir wieder mit. Tour of Diamonds. Brauchen wir nicht. Die Zecke liegt rum, die brauchen wir auch nicht. Uff. Guter Bobby! Woo! Bobby, komm mit! Ja, eine Truhe ist noch. Ja. Na, willst du wieder überall goldene Scheiße machen? Säumilk! Säumilk? Obwohl, ja, obwohl du kannst auch mit Bomben lösen. Ah, trotzdem. Säumilk jetzt noch mitnehmen. Klar.
Okay, aber wenn wir Säumilch mitnehmen, dann nehme ich auch noch hier die andere, das andere Dings mit. Laser, oder? Das hier. Achso. Na gut, das interessiert ja dann wahrscheinlich Skull. Weiß ich gar nicht. Na, ich weiß gar nicht. Ist Säumilch jetzt ein eigener Effekt? Oh, fuck. Ist Säumilch ein eigener Effekt? Also, dass der überschreibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier Triple Shot habe, dass das dann trotzdem Säumilch technisch wieder nur Doppelschuss wird? Säumilch ist nicht Doppelschuss. Säumilch sind Einzelschüsse, die einfach nur extrem schnell sind. Hm. Die kommen halt aus deinen beiden Augen. Deswegen sieht's aus wie ein Doppelschuss. Okay. So, das können wir mal abschätzen, ob wir es noch schaffen. 1, 2, 3, 4. Und vielleicht geht's noch. Achso, wir sehen ja die Map. Alles klar. Wenn alle Räume in Räume. Ja, wenn alle normale sind. Oh. Wenn alle Räume normal sind, dann schaffen wir nochmal zu rerollen. Das war gut. Top. Einfach nur top. Klar, meine gleich Power. Ja, ah, und ich habe das Tour of Diamonds rerollt. So ein Mist. Da wäre der Damage hergekommen. Ja. Gegen die Säumilch. Nein! Na, dann muss ich dann wohl diesen Raum unbedingt noch machen. Nee, ich dachte Blue Baby besiegen und dann nochmal rerollen. Einfach nur aus Spaß. Alles klar. Dann. Na? Du willst unbedingt das Säumilch mitnehmen? Da können wir doch das noch mitnehmen. Naja, gut, du bist ja sowieso voll. Eben. Ich würde den Laser halt nicht mitnehmen. Ne, den Laser nicht. Aber halt Säumilch jetzt. Das Heilige Herz kannst du noch mitnehmen aus Spaß. Besonders. Weißt du, was das bedeutet? Wir haben einen Haufen Mini-Sensen. Genau. Bin ich ja mal gespannt. Wenn man jetzt Gabi wäre, das wäre was. Wenn jetzt Gabi wäre. So was liegt denn dort? Ist der Two of Diamonds nicht sogar? Ja. Siehst du? Dann schlüsseln wir auch mal noch mit. Hängt man, brauchen nicht. Ja, maximal rausholen. So. Dann kannst du auch wirklich die ganze Zeit noch Bomben legen. Ja, noch notfalls heilen. Ist mir egal. Ist Baby nicht vor dir? Stimmt. Oh, guck mal, der Schaden ist halt einfach mal übelst viel. Übelstes Gespämme, ey. Schon witzig. Ist nicht schlecht. Weil wenn du mit Säumilch nichts verschiebst, ist das eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Okay. The Peeper. Virgo. Seh es nicht. Prevent Fly. Oh, sind wir a lot of flies? Nee. Yay. Bob's Rotten Head. Und Bob's Brain. Können wir die jetzt beide kombinieren? Wo ist Bob's Curse? Hey. Ah, stimmt, es fehlt auch noch als Bombeneffekt. Ja, hab ich vorhin gesagt, Giftbomben. Jedenfalls, der Run geht schon wieder 53 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden das einfach mal schnell hier. Na gut, am Ende hast du dir Zeit gelassen. Obwohl ja, du zwischendurch gesagt hattest, du wolltest mal einen kurzen Run machen, aber bei sowas, das muss man das ausnutzen. Ich wollte gerade sagen, da findet man immer so die witzigsten Kombinationen. Und das gerade eben, also Dreifachschuss, Säumilch und Sensen. Das sah schon geil aus, das muss man ehrlich sagen. Und macht Schaden, also man weiß, dass man es mitnehmen sollte. Ja. Solange man durchgehende Schüsse hat. Wenn du es nicht wegschiebst, dann geht es ja einfach. Einfach durch und dann trifft den halt wirklich alles und schnell hintereinander. Das stimmt, ja. Nee, ist und du hast keine Probleme mit dem Ausweichen, weil du den irgendwo hinschiebst. Ja. Vollkommen richtig. Jedenfalls mal hier die Abmod. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder einen Daumen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Einen Daumen da lassen. Ja. Bis dann. Ciao. So I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it.